Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 1 begrüßen zu dürfen. In der letzten Folge hatten wir es mit den Druiden gegen die Jagdgesellschaft zu tun. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war die Jagdgesellschaft, die haben tatsächlich gegen die, nicht gegen Tiere gejagt oder sowas, sondern gegen Druiden gejagt. Und so haben sie den einen Druiden umgebracht und fanden, dass sie komplett in Recht wären. Ich finde es schade, dass man anscheinend nicht das lösen konnte auf eine friedliche Weise. Die Dialogoption gab es, aber dann hätten wir uns gegen die Druiden stellen müssen. Und ich finde eigentlich, wir haben richtig gehandelt. Wenn die tatsächlich auf Druiden Jagd machen und die als Freiwild machen, ja, dann haben sie es eigentlich nicht besser verdient, oder? Zumindest in dieser Welt. In der richtigen Welt hätten wir sie einsperren müssen und vor einen Richter bringen und dann halt eine Strafe machen müssen. Aber wir leben ja nicht in der richtigen Welt, sondern das ist eine Fantasy-Welt, in der andere Regeln gelten. So, lasst uns mal weiter nachgehen zum Richtung diesen Mantelwald. Feinde haben ihnen aufgelauert. Na gut. Oh, wow, wow. Ich bin ganz Ohr. Ach du Schande, das sieht jetzt gerade irgendwie scheiße aus. Ach du Schande. Wow, 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 wow. Also Gift, Gift, überall Gift hier. Wisst ihr was? Das machen wir nicht. Das war mir jetzt zu viel Gift. Ich meine, wir haben noch... Ah, jetzt hat's geklappt. Ich meine, das war noch... Wir hätten noch Gegengifttränke gehabt, aber das war mir jetzt echt zu wild. So, hier rüber geht's nicht weiter. Da haben wir gleich den nächsten Tiber. Okay. Wer bist du denn? Reden wir mal mit dir. Entschuldigung, bitte lass mich sprechen, bevor ihr angreift. Hallo, hallo Reisende, ich heiße Teba. Könnte ich euch mal sprechen? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir zuhören, wenn ihr mir nur helfen würdet. Was ist euer Problem, Fremder? Danke, vielen Dank. Es geht um meinen Bruder. Er und ich sind in den Mantelwald gegangen, um ihn von der Spinnenkolonie zu befreien, die eine echte Plage ist. Ich weiß ja, dass es sich dumm anhört, aber mein Bruder hatte das Schwert Spinnenfluch gefunden. Das Schwert ist geschmiedet worden, um Spinnen zu töten, und wir dachten, dass wir bestimmt berühmt werden. Die Helden des Mantelwaldes oder so. Aber mein Bruder ist noch nicht zurückgekehrt und es ist schon über eine Woche her. Bitte könntet ihr in den Wald gehen und ihn für mich suchen? Meine Mutter wäre untröstlich, wenn Shellac tot wäre. Tut mir leid, aber ich glaube, der ist schon tot nach einer Woche, wenn er nach einer Woche noch nicht zurückgekehrt ist. Wir finden euren Bruder für euch, keine Sorge. Oh, ich danke euch. Sucht bitte schnell, er heißt Shellac. Seid vorsichtig. Wir sagten einem jungen Mann namens Teber zu, dass wir versuchen würden, seinen Bruder Shellac zu finden. Laut Teber betrat sein Bruder den Mantelwald, um eine Spinnenplage zu beseitigen. So, ich würde aber sagen, wir schlafen erstmal. Ich bin nämlich nicht bei. Yep. Moment, wie heißt der Typ? Teba. Teba oder Tibär? Tibär, glaube ich. Ja, so rum. Gut, dann finden wir den nämlich jetzt wieder. Was war das? Eine Falle. Ich verstehe. Ja, super. Du bist ja ein komischer Kauz. Du bist ja. Ich hab genug davon. Such mal nach Fallen, bitte. Gotcha. Was wollt ihr? Da haben wir doch eine. Gut. Ich hoffe mal, es gibt nicht allzu viele von diesen Fallen. Die können nämlich nervig werden, sowas. Vor allem, weil ja auch, wie gesagt, das Ding hier immer wieder von alleine rausgeht. So. Wo gehen wir hin? Runter oder nach Norden?
Auf jeden Fall haben wir hier eine richtig, richtig schöne, guck mal, mit dem Wasserfall hier und alles, eine richtig schöne Gegend. Ah, da haben wir schon die erste Spinne. Eine Riesenspinne. Ach, diese Gegend ist sehr, sehr zerklüftet anscheinend, aber mit sehr viel Wasser und alles. Also, wenn die Spinnen nicht wären, wäre es doch eine schöne Gegend. Oh, hier haben wir was. Ist das rein... Ist das jetzt rein zufällig das, was wir suchen? Schau dir das mal an hier. Das da ist nur... Das ist nur eine normale Lederrüstung. Schau mal erstmal nach dem Ring. Der eherne Dorn. Verfluchter Ring des geringeren Monstrosität. Der eherne Dorn. Dieses eisengewirkte Band ist gebeizt und löchrig, als habe starke Verätzungen erlitten. Zwischen den beiden Nähten des Bandes befindet sich ein kopfschlächtiger Silberklumpen, der aussieht wie das Abbild eines Schädels von schwarzem Grund. Möglicherweise symbolisiert dies Murkohl den grimmigen Herren der Toten. Der Träger sieht aus wie ein Zombie mit -4 Charisma. Okay. Was ist das hier? Raschats Klaue. Der Krummsäbel hat seinen Namen von einem gewissen Prinz Raschat, der einst ein Fürstentum im Osten regierte. Verärgerte Palastwachen nahmen diese Klinge und einen Großteil der Besitztürmer des Prinzen nach seinem Tod an sich. Welche Rolle die Wachen genau bei der ganzen Geschichte gespielt haben, ist unbekannt, aber es gibt Gerüchte, dass alle Wachen innerhalb eines Jahres starben, getötet durch diese Waffe. Ein Krummsäbel, Wakasashi oder ein Ninjatsu. Das wäre doch was für dich hier. Muss nur mal schauen. Also das hier ist anscheinend, macht dann selben Dings wie... Wie das hier. Moment, ich habe 10, 13, 10 bis 17 und 9 bis 16. Also wenn ich den hier so austausche, passiert glaube ich nichts. Nein. Bleibt alles. Und das da ist ja ein Wakasashi plus 1. Wenn wir den austauschen, haben wir statt 13 haben wir eine 12. Und wir machen mehr Schaden. Also Minimal- und Maximalschaden erhöht sich. Das finde ich gut. Und wenn wir den so nochmal austauschen. 10, 12. 10, 17, ja. Da ändert sich überhaupt nichts. Gut, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine schöne, schöne Waffe. Und wisst ihr was? Da haben wir ja die ganze Zeit das Katana. Wenn wir das machen, haben wir einen ETW 0 auf runter. Minimalschaden geht hoch, Maximalschaden geht runter. Aber man muss auch dazu sagen, diese Waffe kann nicht kaputt gehen. Die andere Waffe war... Nee, das war nur ein Katana. Gut. Dann hat er jetzt auch eine Waffe mal in die Hand gekriegt, die nicht kaputt gehen kann, wenn er sie denn benutzen will. Ja, das war doch schon mal schön. Da haben wir auf jeden Fall was Schönes abgekriegt hier. Hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Weiter geht's. Ah, da geht's hier nach oben oder wir bleiben hier unten? Eine gute, gute Frage. Im schlimmsten Fall müssen wir halt wieder nach oben gehen. Ah, die nächste Spinne. Okay. Ja, da müssen wir mal schauen, ob wir da nochmal... Kann sein, dass wir vielleicht nochmal zurückgehen müssen, aber wenn, dann ist es halt so. Ja, oder vielleicht auch nicht. Oh, weitere Spinnen? Ist eine Schwertspinne.
Halt, halt, nicht weggehen. Besenspinne eher erledigen. So. Sehr schön. Ach, verdammt. Okay, ich habe ja gerade gespeichert gehabt, von daher. Ich hab genug davon. Irgendwo hier müsste es eine Falle geben. Haha, sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Bist du so gut im Fallen suchen? Dankeschön. Oh Mann. Aber ich glaube, jetzt sind wir auch auf dem richtigen Weg, wenn wir zu diesem Spinnennest gehen wollen, schätze ich mal. Oder das sieht aus wie ein Spinnennetz, oder? Oder ein Spinnenbau oder irgend sowas. Ach. Nein, wollen wir nicht. Wollen wir. Bleiben wir eher mal unten? Ach, wisst ihr was? Wir bleiben erstmal unten hier. Also, da oben ist auf jeden Fall noch eine Falle. Das haben wir gesehen gehabt. Lasst uns aber erst einmal hier vielleicht hier bleiben. Nächste Spinnen. Okay. Also ich glaube, das oben, was wir gesehen haben, ist ein Spinnenbau gewesen. Vielleicht sogar ein kleiner Dungeon. Das müssen wir uns mal uns anschauen. Okay, also da geht's auch nicht weiter. Und hier geht's nur wieder hier hoch. Hallo? Ah, Spinne. So. Dann wieder Pfeil und Bogen. Gut. Ah, da kommt die nächste Spinne. Ach, das ist wieder so eine blöde Phasenspinne. War das jetzt von der Spinne? Nee, das war eine Falle. Das war eine blöde Falle wieder. Was? Was? Ach, ich habe nicht drauf geachtet. Waren wir gerade so kaputt von unserem Ding hier? Also hier gibt es auf jeden Fall auch noch wieder eine Falle und eine weitere Spinne. Hallo, bitte mal. Und Gift weg, bitte. Dankeschön. Und du darfst vielleicht mal Minsk nochmal heilen. So. Und jetzt muss es hier irgendwo hier in der Umgebung eine Falle geben. Da haben wir sie. So. So ist es doch schon um einiges besser. Gut, diesen Teil hier werden wir wahrscheinlich nie aufdecken. Und den hier. Und ja, da ist schon die Grenze. Okay. Ja, sehr zerklüftet, dieses ganze Gebiet hier. Mach bitte wieder Ding rein. Ha. Gut, dass ich das Ding gerade reingemacht habe. So. Dankeschön. Uff, das ist ja gerade nochmal gut gegangen.
So, jetzt haben wir auch diesen Teil hier quasi fertig angeschaut. Hier irgendwo müsste das Spinnennest gewesen sein. Und ich denke, da können wir irgendwann auch hier oben langkommen. Aha, sehr schön. Lasst uns einfach mal jetzt... Ah, Moment. Nein. Oh, schaut euch das mal an. Ich meine, schön, oder? Das wäre doch ein richtig schöner Ort mit diesen kleinen Wasserfällen, wo ich hier runter geht. Ah, ja. Aber wie gesagt, mir viel zu spinnen lasse ich diese Gegend hier. Ah, guck mal hier. Das ist bestimmt der Spinnenbau. Sollen wir da schon reingehen oder soll man erstmal hier draußen bleiben? Also bisher sieht es eigentlich nicht aus, als ob wir auch diese Gegend verlassen können. Irgendwo hier muss noch ein Weg sein, wo wir weiterkommen. Also es sieht auch nicht so aus, als ob hier die Eisenmine wäre. Wisst ihr was? Wir speichern und dann gehen wir hier mal rein. Oh, was ist das hier? Senteol. Fasst und tötet sie, meine Tierchen. Soll man mal das probieren? Wartet, wir sind gekommen, um eure göttliche Weisheit zu vernehmen. Bitte lasst uns sprechen. Ihr seid gekommen, um von meiner unendlichen Weisheit zu lernen. Sprecht schnell. Hoho, wir wollen wissen, warum ihr so fett seid. Armseligen Boot, wie lautet euer Name? Mein Name ist Senteol. Wisst ihr etwas über den Eisenthron? Ich weiß... Ja. Kann man da vielleicht noch weitere Gespräche machen? Eisenthron weiß sie nichts. Name? Wie kommt es, dass ihr hier lebt? Ich bin verfluchter Erzmagier John Irenicus hat mich verflucht, wer das Unheil... dass ich ihn und seiner Frau angetan habe. Ich habe schon gelebt, aber jetzt hasse ich ihn, so wie ich auch euch und überhaupt alles hasse. Spinnen, tötet sie alle. Ich glaube, das war ein gutes Gespräch. Hierher? Ihr habt gerufen? Oh, Moment. Hä? Wieso? Bist du noch irgendwie... Hä? Ach, du bist da unten noch irgendwo? Moment, nee. Also, kleiner Moment. Das ist mir nicht aufgefallen, dass sie weg ist hier. Dass sie gar nicht in der Kuppe drin ist. Das ist mir nicht aufgefallen. Huh. Es gibt schon wirklich verrückte Dinge. Ich hoffe, sie kriegt jetzt keine Probleme mit irgendwelchen Spinnen, aber im Moment sieht das gut aus. Mir ist mir echt nicht aufgefallen, dass sie nicht mehr in der Gruppe war. Ja, ja, ich weiß, ich muss mehr auf meine Gruppenmitglieder achten. So. Bla bla bla, Name, Leben, so. Ich glaube, du musst jetzt mit eher den hier fahren. Badabadam. Und die anderen macht es auch mal hier. Das war immer noch... Verdammt. Ach du Schande, ouch. Ouch, 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 ouch. So, ich glaube, den Blitz mache ich doch wieder raus. Ach du Schande, was ist denn das?
Oh, und das war schon Dings. Der ist schon tot. Ja, das ging ja schnell. Das ging ja wahnsinnig schnell. Ach, verdammt. Geh mal hier weg, ja. Ich brauche jetzt gerade mal ganz schnell ein Gegengifttrank. So. Und du bitte jetzt halt wieder mit Pfeil und Bogen. So. Oh. Und du kriegst, glaube ich, auch nochmal ein Gegentrankgift. Gegengifttrank, so rum. Und trinkst den mal. Und du darfst vielleicht hier auch mal nochmal durchheilen. Und jetzt heilst du auch nochmal Minsk. Ja, das war schon ziemlich heftig. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Lasst uns mal kurz speichern. Dann schauen wir mal, was gibt es hier. Da gibt es nur Geld. Und da... Ja, was ist damit? Kannst du nicht looten? Doch, jetzt. Auch nur Geld. Das ist ja wirklich nicht viel. Und hier, oh, da gibt es schon was Schöneres. Das dürfte wahrscheinlich der tote Körper von Chellak sein. Ja, das dachte ich mir. Dann kriegst du den mal. Das ganze Zeug. Ah, das ist bestimmt das Schwert Spinnenfluch. Spinnenfluch plus 2. Dieses Schwert wurde ursprünglich von den Orothia-Zwergen im Mantelwald geschmiedet. Es sollte das Verhältnis zwischen dem Zwergenclan und den Großherzögen von Baldur's Tor fördern. Etwa ein Jahrhundert lang wurde es von Großherzogen geschwungen, bis es schließlich verloren ging, ironischerweise in einen Kampf gegen Waldschrate und Spinnen. Schützt den Träger vor Zauber wie Bewegungsfähigkeit beeinflussen, wie zum Beispiel Person festhalten und Netz. Cool. Und es ist ein Zweihänder. Und zwar machen wir damit nochmal ETW 0. ETW 0, ein Punkt weniger. Wir machen mehr Schaden mit. Und haben auch noch, wie gesagt, Bewegungsunfähigkeit wird damit auch verhindert. Das ist toll. Was ist jetzt mit dem Ring? Wir haben nichts mehr. Und das haben wir auch nicht mehr. Gut, aber ich würde sagen, was ist denn das da für ein Symbol? Handlungsfreiheit. Oh, was auch immer. Ich würde sagen, dann beenden wir die Folge mal. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir uns ja, ausruhen, bis wir geheilt sind. Und dann machen wir die restliche Gegend hier noch fertig. Und die eine Quest können wir abgeben. Ja, aber es war klar, dass wir den nicht mehr lebend finden würden. Leider. Aber gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.